musst aber auch zuhören, sonst macht es keinen Spaß. Also wie ihr schon gemerkt habt, stehen wir hier am Mittelpunkt Rheinhessens. Ja? Rheinhessens, 200 Jahre alt, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen. Als ich das gehört habe, 200-jähriges Jubiläum, habe ich gedacht, was, warum nur 200 Jahre? Mainz gibt es doch schon seit 2000 Jahren, ja, da waren ja schon die Römer. Ist doch hier alles uralt, warum ist es erst 200 Jahre alt? Und es ist ganz interessant, vor 200 Jahren, also vor 1816, war das hier französisch. Das war das Departement Donnersberg. Französischer Boden sozusagen. Und 1816 oder kurz davor wurde Napoleon gestürzt. Ja? Also dem hat es das Land eben hier gehört sozusagen. Und dann wurde Europa neu geordnet. Da gab es irgendwie in Wien auch einen Kongress. Und da haben sie gesagt, ajo, was machen wir jetzt mit dem schönen Landstrich hier? Und haben das Hessen zugesprochen. Also Hessen hat auch irgendwo was abgegeben. Ja, die haben auch irgendwie so drei Bezirke gehabt. Und dann haben sie Rheinhessen bekommen. Also im Prinzip das Stück von Worms hoch nach Mainz, Bingen, Alzey. Ja, wir stehen jetzt in der Mitte davon. So, und dann war das Rheinhessen. Ja. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg, 1946, ist es erst zu Rheinland-Pfalz gekommen. Also das war so lang hessisch. Also länger hessisch wie Rheinland-Pfälzisch jetzt. Ansonsten, was kann man noch sagen? Wie ihr merkt, haben wir hier ein ganz tolles Klima. Regnet nicht, ne? Also im Taunus, da regnet es jetzt natürlich, Odenwald. Und hier haben wir schon ein mildes Klima. Ja, also wir haben hier Niederschlag von nur 500 mm im Jahr. Das ist schon sehr wenig in Deutschland. Also es wird nur untertroffen von Freiburg. Und wir haben einen ähnlichen Effekt wie Freiburg. Freiburg liegt im Lee der Vogesen. Ja, das heißt, da regnet sich alles in den Vogesen ab. Wir haben da oben den Hunsrück. Und das Wetter kommt ja auch meistens von der See, ja, von Westen. Und da regnet sich alles im Hunsrück ab. Ja, und hier haben wir das schöne Wetter. Und das ist natürlich auch gut für den Weinbau. Ja, also darf nicht zu viel Regen geben, aber es muss auch warm sein. Aber einmal die klimatischen Faktoren, ja, eben die schöne Sonne, nicht so viel Regen. Und natürlich hier auch die Hügellandschaft. Rheinhessen ist das größte Weinanbaugebiet. Genau, also ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands und stellt ein Viertel der ganzen Weinerträge in Deutschland. Ja. Noch ganz kurz vielleicht zur Geologie. Man sieht ja, es ist alles so leicht gewellt. Es war so, dass vor, was weiß ich, 200, 300 Millionen Jahre sich das Ganze gesenkt hat hier. Und dann haben sich hier hauptsächlich so Kalke abgelagert, ne? So Meeresablagerung, Strand, kennt ihr ja alles, ne? Hier Sand und so ein Kram. Und hat sich dann verfestigt und dann im Zuge der Alpenbildung hat sich das hier wieder gehoben. Ja? Der Rheingraben, kennt ihr von Freiburg bis nach Frankfurt, haben wir den Rheingraben. Rechts und links kommt die Gebirge hoch und wir sind hier oben am Ende von diesem Rheingraben. Hat sich auch gehoben und die Flüsse und Bäche haben natürlich eben hier diese Täler geschaffen. Und die sind halt eben so leicht muldig, eben aufgrund dieses Materials, dieses kalkige Zeug. Und das ist aber auch ein guter Boden für den Wein. Ja? Wenn wir nachher noch bei dem 40-Dörfer-Blick sind, das ist wirklich sehenswert, da sieht man nämlich, wie der Rhein eingegraben ist. Also als sich gehoben hat, hat sich der Rhein reingegraben. Und da haben wir halt ein viel härteres Gestein im Rheingau. Da haben wir ein viel härteres Gestein, die Lorelei, da geht es so hoch. Ja? Also da haben wir ein ganz anderes Gestein, die haben natürlich auch gute Weine, die Rheingauer. Ja, aber da sieht man ganz schön eigentlich den Unterschied zwischen Rheinhessen, dieser Landschaft, die so leicht hügelig geschwungen ist, und dann halt eher das Schroffere, wo es halt im Rheingau losgeht. Jo, ich glaube, das war das Wesentliche, also sonst wird es auch langweilig.